Ja, hi, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Nein, ihr guckt nicht nochmal die gleiche Episode wie letztes Mal. Nein, wir spielen heute nämlich die geheime Episode von Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Und ja, nachdem wir in der letzten Folge den offiziellen finalen Boss besiegt haben, es war Xehanort, welcher den Körper von Terra geklaut hat, sind wir mit Aqua im Reich der Dunkelheit gelandet. Und ja, wie es da, oder Welt der Dunkelheit, wie es da weitergeht, da sehen wir jetzt schon mal. Ebenso wie die letzte Folge ist diese hier nicht so lang, bisschen länger, aber nicht so lang, immer noch. Weiß nicht, ob wir levelmäßig gut gerüstet sind, 45 müsste eigentlich ausreichen. Aber was soll's, gehen wir jetzt einfach rein und bringen das auch hinter uns. Übrigens, falls euch der Part gefällt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Verborgene Wahrheit. Darkness rules your heart. It gives me control. Muscle and sinew that once obeyed you now rebels against you. How you can remain here at all confounds the mind. It's still my heart. You think you can just come in and take over? I'm not going to sit by and let that happen. Don't even entertain any notions of escaping me, boy. In the end, your heart will be engulfed by mine forever. Wrong. You're going to get shown the door, old man. As I recall, you couldn't even handle your own darkness. How then will you triumph over mine? You'll find out soon enough. Oh, so that's how it is it? Someone else has set foot in your heart. Ericus, you sly fox. I'm not afraid of what the darkness holds now. Even if you do wrest control of my heart from me. Even if you cast me into the deepest, darkest abyss. You'll never sway me from the one cause that pushes me to keep on fighting. Whatever the cost, I'm ready to pay it. Brave words, to be sure. But I'm a patient man. We can take as much time as we need to settle this little property dispute. However, know this. You are just one of many roads that I might choose to take. Trust me, I made certain of that. Ihre Silhouetten in Gedächtnis gebrannt. Da haben wir sehr noch, wie wir ihn aus dem Bild von Kingdom Hearts 2 kennen. Hey, Mr. Master. Oh, come on, you don't even know your bow? Please tell me the amnesia was just a sick joke. Boy, this is some cliche. Hey. You're not Terra. Just gotta check. As if. Well, don't sweat it. I got your back. Ich habe noch immer nicht meine Theorie zu Break geäußert. Ah, in Dream Drop Distance. Diese Betonung auf die Augen. Zwei, die sich nie hätten begegnen sollen. Why, Helen, it's not often I get visitors.
Please, call me Aqua. Why are you sitting here all alone in the realm of darkness? How did you end up here? Well, I can tell you this is my second time on these shores, but unfortunately, much like the first, I do not remember who I am or whence I came. Everything was washed away in whatever currents carried me here. That's too bad. I know I've been here a long time, wandering through the endless hours, unable to escape. You wish to return to your own world? It's my friends. I promised I'd be there for them. Your friends. Somewhere in the scraps of memory I have left, you remind me of a boy I once knew. He is very much like you. True to his friends and kind, this boy travels to many worlds and fights to keep the light safe. Keep the light safe? I've been away too long. Did something happen out there? Are the worlds in danger? Sad to say, they nearly fell to darkness more than once. But at every turn, that boy arrived with keyblade in hand to save the day. Huh? Wait a sec. Is his name Terra or Ven? Neither of those, I'm afraid. Should have known. How long has it been since I met him? At least a year now, perhaps more. Back then, my heart was clouded with vengeance. I did terrible things, both to him and his friends. I brought unhappiness to more lives than one. I felt something must be done. Was that why? A means of clearing my conscience, or perhaps out of a sort of scholarly instinct. While the boy slept his long sleep, I hid the results of my research inside him, transplanting the data to where it might best serve a purpose. In fact, I would like to believe, maybe he can set things right. A boy like him who touches so many hearts. He could open the right door and save all those people whose lives I managed to ruin. So many are still waiting for their new beginning, their birth by sleep. Oh my God, er hat's gesagt. And even you. What's this boy's name? His name is... Alle Puzzleteile liegen dort, wohin sie fielen. Da kommen wir mehr oder weniger einen Rückblick von allen. Name, nee. Sora. Roxas, Shion, Axel. Das ist natürlich hier alles symbolisch, was hier passiert. Und bis jetzt haben wir noch keinen Charakter gesehen, der noch wirklich existiert, mehr oder weniger.
Sora. Mentos und Terra. Noch Ansem und Aqua. Sie warten auf ihn. Die Frage ist, kann er sie auch alle retten? Das sind ganz schön viele Leute zu retten in Kingdom Hearts 3. Sora. Riku. Your mind's made up? Yeah. Und das ist der Brief, den sie am Ende von Kingdom Hearts 2 bekommen haben. Sora. Kairi. It's just, they really need me. I have to go. I am who I am, because of them. See you soon. Reconnect Kingdom Hearts. Yeah. Ich warte noch immer auf was Spielbares. Eins. Zero point. Bevor das alles passiert ist, ist was passiert. As long as you're with me, I'll always find my way back. Always. Und jetzt frage ich mich an der Stelle. Spielt das hier nach dem Treffen mit Ansem oder vor? Ich meine ja vor, ne? Der Dunkelheit sieht nicht nach einem Zuckerschlecken aus.
What is going on? Punkt 5. Umgebungskarte. Und ja, wir spielen jetzt sozusagen, was vor all dem passiert ist, nehme ich an. Ah. Endlich mal etwas Gameplay. Ja, wir müssten das Schlüsselschwert von Meister Eryx haben. Es besitzt allgemein hohe Werte. Da ER von Terra, AQ von Aqua, US von Ventus. Das habe ich heute erst herausgefunden. Da hat meine Mind voll geblowt. Oh, Schatz, ist hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dann kümmern wir uns um das hier noch. Dass wir storymäßig alles abgeschlossen haben. Wo ist es? Was sind das für Viecher? Also, was sind das für Viecher? Sie sehen nicht aus wie Unversierte. Mir wortwörtlich unsere erste Begegnung mit Herzlosen. Was, oder? Dann mach mal den hier. Mal platt. Wo ist das? Sehr gut. Hier, ne? So unangenehm irgendwie. Was da? Sieht auch aus, als müsste man da was kämpfen. Au, was? Oh, Schattenquasar aus. Okay, das bringt nichts, habe ich doch Gefühl. Ja, aber so ein bisschen dem Weg weiß ich ja, ne? Ich kämpfe ja gegen Unversierte. Also seid ihr ja kein Problem. Ja, mal eine gute Frage, wer sind stärker, so Standard Unversierten oder Standard Herzlosen? Ich würde schon sagen, die Herzlosen. Unversierten sind eigentlich nur nervig. Was ist das? Oh. Oh. Oh, das ist weg. Ich weiß gar nicht, wie viele Truhen hier sind, aber kann sowieso nichts Interessantes drin sein. Von den Gegnern ab sieht, ne? Wird hier eigentlich doch ganz chillig, ne? Ich meine, ich würde ja nicht unbedingt leben wollen, aber ganz schlimmere Orte geben, finde ich. Wenn ich mal gegen euch kämpfen muss, wird mir Meister.
Echt geile Soundeffekte hat. Und Rhythmenmeister. Wurf. Von da kam man, ne? Was hiermit? So, jetzt mal das machen müssen. Boah. Muss noch mal zurück. Glaub, so ist man schneller, ne? Ja, hätte ich auch ein bisschen nachdenken können, ne? Again. Ich hab da einen Kopf im Sonnen, hab ich so ein Gefühl. Erst das. Wir sind einseitig hier die Kämpfer, aber was soll's. Einige gleiche Moves haben wie in den älteren Kingdom Hearts. Ja, ist nicht der einladende Ort hier. Rückblickend betrachtet. Komm da. Es gibt auch nicht so viel jetzt verpassen, ehrlich gesagt. Da können wir halt auch schnell hinter uns bringen. Aber wir kriegen aber auch viel Erfahrung mit. Nein. Klar. Die Umgebung. Er hat schon Angst, es wird weitergehen. Von der kam war. Und von diesem Gebiet werden wir später noch sehr viel mehr sehen. Kriegen wir mal 2.8. Und wenn ich mir auch nicht sicher bin, wann das spielen soll. Wo ist das? Dann wird dieser Anime-Format gegen die Optionalen, was so bringt. Ich hoffe ja. So, die Wurst habe ich ja relativ einfach fertig gemacht. Ich glaube, ich bei den Optionalen muss ein Auge abschneiden. Und das. Here we go. Rhythmenmeister. Tempest. Tempest. Okay. Sehr komisches Gebiet hier. Das wäre es Nimmerland hier. Existiert keine Logik. Ah, sind die nächsten Gegner. Yeah!
her. Und jetzt warten. Ich glaube, das wurde dieses Szenario hier wurde Kingdom Hearts Final Mix hier erst hinzugefügt. Das läuft bei Speed Final Mix, meine ich. Ja, Meister. Oh, ein anderes aktivieren. Gotcha. Ich nehme an, ich muss sein, ne? Das ist ein anderer Weg. Aber ja. Ich nehme mir euch allen auf. Oh, mit der Fang sind wir, ne? Sehr viel Erfahrungspunkte. Aber ich habe seit kurzem einen Trick herausgefunden, also nicht herausgefunden. Im Internet gefunden, wie man gut aufhören kann. Das war ein Radiant Garden. Ein Reaktorraum, der gegen den Boss gekämpft hat. Soll man mit Mega Flare alles erledigen? Und ja. Danach Siegespose einsetzen. Schon hat man, weil nicht so 3000 Erfahrungspunkte irgendwie sowas. Ja, Schmetterport. Ist das und das. Und jenes. Und den hier. Und dann für Mutti. Und Fati. Der ist von mir. Und Aufschlag. Aha. Ich finde den Ort voll gruselig irgendwie. Sieht ein bisschen unberechenbar aus, der Ort. Mal hinten hin, ne? So, jetzt weiß ich nicht, aber da ist super. Schon Quasars. Die haben wir auch seit dem Kingdom Hearts 2 nicht mehr gesehen, ne? Kam mir auch schon so vor wie so eine besondere Art von Herzlosen. Die haben wir leider in Kingdom Hearts 2 nicht gesehen. Ein bisschen schade. Man auch so, weiß ich nicht, Repräsentanten für Kingdom Hearts. Oder die Defenders, oder diese Herzdosen mit den Schwertern. Voll viele ikonische Herzdose haben sie gar nicht mehr reingepackt in Kingdom Hearts 2. Oder diese Engel. Waren so die Big Boss Herzdosen am Ende. Weil hat man von denen nichts mehr gesehen. Warum nicht? Nein! Also da kommt der eiskalt hier vor. Zusammen mit dem Schattenborn, den hat man auch nicht im ersten Teil gesehen, im zweiten Teil. Oh, ist nicht mehr raus wollen, wenn es geht. Weil wenn ich mit der Story hier komplett fertig bin, euch ich jetzt mal. Kann ich mich eigentlich darauf konzentrieren, die Charaktere hochzuleveln,
und alle optionalen Sachen hier zu machen. Was das? Aha, das muss ich also machen. Lande ich, wenn ich da unterfall? Aber ich will es nicht wissen. Marie gestiegen. Lebt noch einer. Du lebst noch. Einer muss natürlich wieder im Boden sein, ne? Das ist eine Truhe. Eine blöde Frage, aber die werden nicht als Gegner verzeichnet, ne? Doch, hier. Und die ein Herz annehmen, dass sich der Dunkelheit ergeben hat. Stellen diese Art doch mit den Einbruch der Dunkelheit auf und sind auf der steten Suche nach Herzen. Wissen überhaupt Terra, Aqua und Ventus, was Herzlose sind? Ich meine, Ventus musste gegen welche kämpfen, wenn dafür Seanot die Schädlinge ja erschafft. Aber wusste er überhaupt, was die Viecher sind? Immer interessant zu wissen. Ich nehme mal an, nicht, ne? Weil ich mich an einen Satz erinnern kann, den sie später sagen wird, glaube ich. Was ist das? Möchte ich da runterfallen, hallo? Ja, aus, verdammt. Er ist immer noch unsichtbar. Hallo? Alter. Was zum Teufel? So ein Mist. Er ist unsichtbar, hallo? Hä? Was soll ich da denn machen? Er ist unsichtbar, was soll ich denn dagegen machen? Ich kann ihm gar keinen Schaden machen und so. Ja, sterbt alle, bevor ihr das macht. Ja. So, was haben wir da? Hallo, na? Besiege alle Feinde. Ein Ding. Deswegen habe ich genug Sachen. Ah, perfekt. Alter! Alter! Keine Zeit, irgendwas zu machen. Frisst dann. Ganz schön hart hier. Ich weiß ja, mein Abschluss dran war, aber na. Auf. Weigt alle. Alter, ich kann ja nichts machen, ey. Ja, was hat hier gleich? Ich kann ja keine Sekunde irgendwie.
kann ja keine Sekunde irgendwie locker stehen bleiben. Pff, zwei Gegner. Ah, was war denn für ein Kampf? Dann haben wir einen Speicherpunkt. Zweifel aber, dass wir den brauchen werden, aber ich speichere mal trotzdem. Komm nicht zur Weltkarte, nein! Weiß aus dem Kommandobrett. Würde mich mal interessieren. Also raus Kommando, Gott, ich krieg die Krise. Da brauchst du wirklich nicht am Ende. Oh, was war das für ein Ladedingen? Oder so ein schwarzes Loch oder so. Oh, wir sind schon hier, okay. Irgendwas beobachtet Aqua. Der weicht locker aus. Ja, und deswegen kann sie nicht wissen, was Herzlose sind, wegen dieser Aussage. Na, haben wir noch einen finalen Bosskampf. Wir siegen dem Feind. Ja, du hast mehr Lebensbalken als Terranort, ehrlich. Na, komm her, ich bin auf dich bereit. Ha. Hörte dazu, oder? Mal ein geiles Viech, oder? Nämlich ein bisschen an die Behemoths aus Kingdom Hearts 1. Dieses eine Viech aus Kingdom Hearts 2, das wir im Schloss des Biestes bekämpft haben. Komm mal her. Jetzt hat es gelbe Augen, ne? Vorhin hat es rote, ne, leuchtende rote Augen gehabt. Ja. Mein Gott, was ist das denn? Geht's durch so schnell oder was ist das? Autsch, oh mein Gott. Jetzt von meinem Abschlussangriff, hä? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Schon wieder Schmetterport, hallo? So broken, ne? Gut. Ja.
Weg bitte. So immer du bist. Und wo sind wir jetzt? Fragmentary Passage. Ah, die wird noch kommen. Deeper Sleep, Volume 2. Ja, daraus wurde, glaube ich, nichts. Fragmentary Passage, die bekommen wir trotzdem. Und ja. Damit haben wir jetzt wirklich storymäßig alles abgeschlossen. Was Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix angeht. Und das heißt, wir können uns jetzt in die Mirage Arena und ich tue jetzt einfach nochmal hier. Speichern, keine Ahnung. Werde die Dinger wahrscheinlich sowieso löschen. Bringen tun die eigentlich nichts. Und ja. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt und womit auch immer es als nächstes weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bedankt mich alles fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar, ein Like oder ein Abo hinterlassen würdet. Und sage Tschüss.